Weiter geht es mit einer neuen frostigen Folge The Long Dark. Freut mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben und vor allem mit den Kommentaren unterstützt haben. Ich soll nochmal hier drüben zu dem Safe hingehen und genau das tun wir jetzt. Also, der hier. Der große Banktresor, ja, wir verhungern wieder, der funktioniert wohl mit dem Code, den wir gefunden haben. Also, es war die 19. Dann rüber zur 30. Moment. So, und jetzt einmal hier rüber zur 8. Alright. Geheimnis gelöst. Und jetzt müssen wir hier an Bankschließfach Nummer 7. Und darin befindet sich... Christoph, wo kam mein Handy? Bargeld. Eine Patrone. Eine Patrone und das war's. Zwei Patronen, Bargeld und das war's. Und ich würde sagen, hier lagern wir jetzt einfach alles, was wir nicht brauchen. Eigentlich ein ganz guter Ort, um Dinge zu bunkern, die wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen müssen. So, hier drüben noch hin. Wir looten erstmal alles weg. Toll, Zeitungen gefunden, hammermäßig. Oh, wir können auch die ganzen Fächer hier durchsuchen. Eigentlich könnte man die doch bestimmt auch aufbrechen mit dem Brecheisen, oder? Die 13, die 15, die 20, die 12 geht. Okay, bei irgendeinem Fach eben hat sich gerade das Spiel aufgehangen. Aber wir haben hier alles weggelootet, die Dinger sind leer. Ich habe es jetzt eben gerade mal ohne Aufnahme durchgelootet. Für die anderen brauchen wir einen Schlüssel, aber es war nichts Besonderes drin. Noch ein bisschen Bargeld, aber brauchen wir im Moment Bargeld? Ich glaube nicht. Und wir gehen mal hier hin. Also mal sehen, ob wir den hier lösen können. So, jetzt in die andere Richtung. Bis es eben Klick macht, keine Ahnung wo. Wir machen mal ein bisschen langsam. Die 9. Und jetzt wieder in die Richtung hier. Auch hier wieder langsam. Wir wissen ja nicht wo. Und dann müsste sich das Baby hier öffnen. Komm schon. Daddy braucht Geld. Na, nein. Das war, glaube ich, hier bei der 46. Ah, nochmal das Ganze. Also. Irgendwo da oben. 53 oder so. So. Dann war es die 10 oder die 9. Wir machen langsam. Okay, die 9. Und jetzt irgendwas bei 40. Irgendwas bei 40. ...47... ...48... ...49... Yes, wir haben's. Hope nobody needs this anymore. Hammermäßig. Bargeld ohne Ende. Bündelweise Bargeld. So, ich würde sagen, das hier, der Safe hier, der wird zu meinem Lager umgebaut. Brauchen wir Bargeld? Ich meine, ich kann es verbrennen. Cool. Hammer. Geil. Super. Gott sei Dank können wir das Bargeld verbrennen. So, wir hauen auch alles hiervon rein. Wir finden schon irgendwas Neues dann. Dann als nächstes, was will ich hier noch weggeben? Was brauchen wir nicht? Die Klamotten brauchen wir nicht unbedingt. Du kannst weg. Die Mütze kann weg. Die getragene Winterjacke kann weg. Denn wir haben ja schon geguckt, wir haben bessere Sachen. So. Dann Nahrungsmittel haben wir extrem viel Zeug. Aber das würde ich eigentlich ungern weggeben. Die Fackel hier kann weg. Der Kanister, oder? Was meint ihr, der Kanister? Brauchen wir den unbedingt? Ich hau ihn mal weg und den Schlafsack hier drüben hau ich auch weg. Würde ich eigentlich alles ganz gerne behalten. Zeitung, 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 Zeitung. Alles weg. Das Bargeld wiegt ja im Grunde nichts. Vielleicht hier noch ein bisschen was weglegen. Wir hauen dich weg. Dich weg. Dich, 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 dich. Und dich? Geht nicht? Ach, das Ding ist voll. Das nimmt nur 10 Kilogramm an. Moment.
Wo sind jetzt meine anderen Sachen? Das ist schon alles da drin, oder? Ah gut, ist alles drin. Eben gerade konnte ich nämlich gar nichts bewegen. Okay, wir sind schon mal ein ganzes Stück leichter. Wir müssen ja auch demnächst was essen. Wenn wir jetzt in die Wildnis ziehen, dann werden wir auch wieder Energie verlieren. Ja, wir gehen raus. Wir lassen es mal so, wir können sprinten. Damit kann ich arbeiten, damit kann ich leben. Weil ich werde jetzt definitiv wieder irgendwas wegsnacken. Und dann werden wir auch leichter. Da drüben ist ein Wolf, das ist schön, denn wir müssen nochmal da drüben hin. Denn ich habe eine Lampe übersehen, haben die Leute geschrieben. Da war wohl noch eine gute Lampe. Und die olle Lampe, die will ich unbedingt haben. Also falls wir irgendwann wieder zurückkommen nach Milton, kann ich mir auf jeden Fall noch eine Lampe. Kann ich mir auf jeden Fall hier nochmal Vorräte holen. Da haben wir hier noch ein bisschen Krempel. Und die Lampe holen wir uns natürlich, nehmen wir mit. Denn ich denke mal, die Lampe ist auf jeden Fall eine sehr gute Lichtquelle. Besonders, wenn wir in den Tunnel rein müssen. Mutti hat ja gemeint, wir müssen in den Tunnel. Mutti geht's ja super gut. Dir geht's ja hammermäßig. Die hat ja von uns alles bekommen, was wir haben. Jede Menge Essen. Okay, wir nehmen mal hier so eine Flare. Jede Menge Essen. Jede Menge Feuerholz. Meine ganzen Vorräte, alles an Mutti abgedrückt. Damit es der alten Mutti richtig gut geht. Damit die Olle nicht verhungert. Und wir sie irgendwann in 100 Jahren wieder besuchen können. Okay, hier drüben scheint aber auch irgendwas zu sein. Das ist ein Tunnel, der wohl verschüttet ist, wie es scheint. Sieht auf jeden Fall ziemlich ramponiert und zerstört aus. Und Wölfe sind überall. Keine Ahnung. Die Wölfe, die sind wie Ungeziefer. Wirklich. Die sind wie Ungeziefer hier. Es gibt nichts Unangenehmeres, als von Wölfen gejagt zu werden. Da ist sie. Stimmt. Eine Sturmlaterne. Zeig mir mal das Baby. Hier drüben. Oh, die ist aber ganz schön beschädigt. Können wir die anmachen? Wir können. Können wir die irgendwie reparieren? Reparieren! Metallschrott. Im Moment habe ich leider keinen dabei. Eine Feuertonne? Also wir können hier auch noch eine Feuertonne anzünden. Aber hier habe ich ein bisschen Metall. Sollen wir das Ding mal reparieren? Würde sich anbieten, wenn wir schon Metall haben, oder? Okay, machen wir sie fit. Habe ich die Fähigkeiten dazu, sowas zu reparieren? Hört sich auf jeden Fall sehr fachmännisch und professionell an. Gut, wir reparieren nochmal. Woher habe ich das Werkzeug? Ach ja, ich hatte ja einen Werkzeugkoffer, oder? Ja, hier oben. Aber den brauchte ich eben gerade, glaube ich, gar nicht. I'm so hungry. So fucking hungry. Was können wir essen? Was gammelt denn bald? Hier, zieh's dir rein, mein Sohn. Hier, runter damit. Der gute Fisch. Der fucking gute Fisch. Ja, komm, ein bisschen trinken nehmen wir auch noch mit. Das gute Toilettenwasser. Genieße es, solange du es hast. Denn da, wo wir hingehen, da wird es wahrscheinlich für sehr, sehr lange Zeit kein Toilettenwasser mehr geben. Die ist jetzt eigentlich ganz fit, oder? Ja. Ich behalte mal die Fackeln lieber in der Hand. So, habe ich sonst irgendwas hier noch übersehen? Puddle. Irgendwo noch ein Knusperriegel oder so. Nee, ich glaube, hier bin ich eigentlich relativ gut durch. Die Kasse wurde auch geplündert. Gut. Dann schauen wir uns mal den Tunnel an, den wir gesehen haben. Ob wir da irgendwie durchkommen. Und wir haben noch die alte Farm. Erinnert ihr euch an die alte Farm?
Der sieht wirklich ganz schön fertig aus, wenn es überhaupt ein Tunnel ist. Da oben scheint wohl Essen zu liegen. Ich sehe einen Bus da hinten. Und jede Menge Krähen. Und es wird schon wieder dunkel. Wir sollten schauen, dass wir nochmal zurückkommen und uns nochmal so richtig ausruhen. Kann man da irgendwie hoch? Anscheinend, aber nicht von der Seite. Wow! Shit! Eine Leiche! Wie jetzt, Lea? Hat ja gar nichts. Die Schuhe, die kannst du auch mitnehmen, oder? Also ich würde dem Toten die Schuhe ausziehen. Moment mal. Ein Gefangenentransporter? Bundesgefängnis Schwarzfels? Eine Feder. Schmerzmittel. Schmerzmittel immer gut. Drogen. Drogen sind immer gut. Hat aber ganz schön geruckelt. War meine Frau da drin? Vorräte sammeln. Die graue Mutter. Mit der grauen Mutter bin ich doch durch. Feuerholz. Was fehlt denn noch hier bei der grauen Mutter? Okay, wir müssen nochmal mit ihr reden. Vielleicht weiß sie doch noch ein bisschen mehr. Das letzte Mal hat sie mir nur gesagt, wir müssen durch irgendeinen Tunnel. Aber wie es scheint, durch den Tunnel kommen wir nicht. Wahrscheinlich meinte sie den Tunnel, wusste aber nicht zu dem Zeitpunkt, dass der Tunnel schon zugeschüttet ist. Könnte sein, oder? Gut. Dann heim. Heim zu Mutti. Noch ein bisschen lecker Suppe gönnen. Mann, die Wege sind auch irgendwie so lang. Man denkt immer, ja, eigentlich ist es doch nicht so weit. Aber wenn dann Schnee und alles ist, man am Ende der Kräfte ist, dann merkt man schon, wie so ein Weg an den Nerven zehrt. Wo sind die Wölfe? Im Moment sehe ich keine hier. Okay. Okay, da drüben ist einer. Ich habe die Fackel. Ich habe immer noch die Fackel. Ruhig, Magen. Ganz ruhig. Oh, fuck! Alles klar, wir müssen eine einsetzen, sonst kommen wir hier nicht lebend raus. Hey, 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 ja? Verzieh dich! Verzieh dich! Verzieh dich, verdammt! Oh, fuck, ich komme hier nicht rüber, oder? Doch, es geht. Scheiße, die Viecher sind echt der Hammer. Und der Wind wird stärker. Und ich bin umzingelt von Wölfen. Verzieh dich. Kusch. Verdammt, 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 die werden mutig. Ich muss hier raus, ich muss hier weg, ich muss hier unbedingt weg. Ich habe nur zwei Fackeln. Und ich will sie nicht werfen. Wenn ich sie werfe, dann einmal verjagt und er kommt wieder. Ich habe keine Ausdauer. Ich bin ganz schön am Ende schon wieder. Der gute Will war nie besonders sportlich. Der will mich, der will mich. Verpiss dich, Wolf. Ich schwöre dir, ich werde dich von oben bis unten aufschlitzen. Ich habe Erfahrung damit. Denkst du, ich traue mich nicht?
Du bist gewarnt, ja? Ich hab dich im Visier. Mutti, hilf mir! Mom! Mom, die Wölfe lassen mich nicht in Ruhe. Oh, fuck, da vorne ist ja noch einer. Okay, der verzieht sich. Wow, 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 wow. Oh, scheiße. Hey, 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 hey. Gott verdammt. Ich gehe hier rum. Ich schlitz dich auf. Du hast mein Wort. Okay, ich hab's beinahe geschafft. Halte noch ein bisschen durch, Sohn. Oh, hier geht's nicht hoch. Der hier ist abgelenkt mit seiner Beute. Oh, Gott sei Dank, ich bin daheim. Kann man die ausmachen? Wahrscheinlich nicht. So eine Magnesiumfackel, wenn die einmal an ist, dann ist sie an. Da kannst du nichts machen. Did you find it? It was there, like you said. And your friend? No sign of her. The tunnel's blocked. Looks like maybe an avalanche. But I think she got through before that happened. Oh. If the tunnel is blocked, that's the end for Grandmother. So the tunnel is the only way through the mountains? No, not the only way through. But my only way through. Grandmother is tired now. Let her rest for a while. Kann ich ein bisschen Suppe, Mutti, oder Vertrauensmissbrauch? Ich zünd sie einfach an. Die graue Mutter brennt. Okay, graue Mutter. Story. Ah, sie ist schon wieder müde und fertig. Vertrauen. Du hast mehrmals vom Zusammenbruch gesprochen. Ich weiß, dass diese Zeit hart waren, aber du kannst es dir nicht vorstellen, Festländer. Wir waren bereits auf den Knien. Ich wüsste gerne mehr darüber, wie sich das auf Milton und die anderen Gebiete ausgewirkt hat. Ich hatte ja keine Ahnung. Genau. Lass mich dir erzählen, wie das war. Okay, erzähl's mir. Aber erstmal wieder ausruhen. Tja, Mutti. Mutti ist müde. Na, ich bin auch müde. Lass mir noch einen Snack reinwerfen. Nom 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 nom. Knackig. Ich würde sagen, wir hauen uns hin. So. Ganze 12 Stunden kloppen wir uns ins Bett. Wahrscheinlich wird es noch dunkel sein, denn wir sind relativ früh dran. Ja, ist noch dunkel. Vier Stunden? Oder fünf? Fünf. Dann waren wir 17 Stunden weg. 17 Stunden. Also da muss man wirklich erholt sein. Dann gibt es erstmal einen kleinen Müsli-Riegel. Bisschen knappern. Think about it. Food. Yo, Mutti, krieg ich ein bisschen was von deiner Knollensuppe? I can't be here anymore. My friend is out there and she needs my help. Please, tell me how to find her, and I'll do whatever I can to help you get out of here. There's only one thing left to be done. You need to put her to rest. Put her to... I'm not giving up yet. On the other side of town, there's a farmhouse. You'll find a key to a safety deposit box somewhere in there. Go to the bank
and bring me the box that matches the key. Then you'll understand what happened to her. Wait, farm? Bank? What's this have to do with my friend? They left her, didn't they? She needed help, and they let her go. This is how we make it right. I don't understand. In the bank, you'll find the answers. Now go. Okay, warum wirst du jetzt auf einmal so creepy, Mami? Bank. Brauchen wir die Infos? Ich meine, wir wissen ja alles. Bauernhof? Du hast deinen Bauernhof erwähnt, alte Frau. Ja, auf der anderen Seite der Stadt. Der alte Barker-Bauernhof. Barker? Ja, ein Lügner und ein Dieb. Okay, du wirst schon sehen. Gut. Gut, storymäßig. Okay, das ist alles Story. Und Vertrauen? Nichts Neues? Na, alles klar. Oh! Dankeschön, du bist ein Engel. Am Moment, ich trinke die direkt aus. Schmeckt das gut. Futtern wie bei Muttern. Richtig geile Suppe. Echt. Premium. Ah ja. Die Knollen. Wir hatten noch Kartoffeln. Das sind keine Kartoffeln. Was ist es dann? Freunde. Wir sollten uns besser mal mit Fackeln ausrüsten. Denn wir wissen, bei der alten Farm, da sind die Wölfe, ne? Da sind die Wölfe. Also die Magnesiumfackel funktioniert sehr gut. Die funktioniert wirklich sehr gut. Aber jetzt gehen wir rüber ins Wolfland. Da kommt doch schon eine irgendwo, oder? Verdammt, ich brauche irgendwas gegen die Wölfe. Was Besseres als Fackeln. Rennt hier einer rum? Wolfi? Du alter Schelm. Spiel nicht mit mir, Wolfi. Spiel nicht mit mir. Es könnte schlecht für dich ausgehen. Das hier drüben scheint die Farm zu sein, oder? Ich meine, andere haben wir nicht gesehen. Wir waren schon mal dort und wir wissen, es gibt eine Leiche. Und die Leiche könnte der Bauer sein, den wir suchen. Die Häuser hier sind leer. Also wenn, muss es da vorne drin sein. Problem an der Sache, hier ist ein Wolf, da drin ist wahrscheinlich noch ein Wolf. Meine Optionen sind also streng limitiert. Und mein Gefühl sagt mir, wenn wir nicht aufpassen, nimmt das Ganze hier ein sehr, sehr böses Ende. Vorsicht, hier Stacheldraht. Könnte man rein theoretisch seine kostbaren Klamotten zerreißen? Aber der Bauernhof hier hat einen anderen Namen. Aber welcher denn sonst, ne? Welcher sollte es sonst sein, wenn nicht dieser hier? Das ist ein Hirsch, oder? Just like the tractor. Und? Oh, guck mal hier. Was ist das? Nice! Wir kommen in die Hütte rein. Da drin ist der Wolf. Könnt ihr ihn sehen? Direkt bei der Leiche. Fuck. Okay, wie jagen wir den raus? Egal, wir können hier schon mal rein. Das ist auf jeden Fall ein enormer Fortschritt. Und da können wir bestimmt auch irgendein Feuerchen anmachen und uns ein bisschen ausruhen.
Jo, der Mülleimer ist leer. Kräftigen Schluck aus der Toilette. Direkt runterspülen. Ja, nehme ich mit. Ist immer gut. Vielleicht mache ich ein Feuerchen hier drin. Wo ist der Kamin? Der Ofen. Nehmen wir den Ofen, oder? Lampenöl. So. Nein, nicht anzünden. Na, ich will doch nur... Leg das Ding weg. So. Also, wir haben es ja schon mal schön warm. Oh, den brauchen wir doch für Mutti, oder? Haben wir selbst einen? Einen Dosenöffner? Ich meine, wir machen die Dosen immer auf, aber haben wir einen Dosenöffner? Oh, Erdnussbutter, wie geil ist das denn? Ich liebe Erdnussbutter. Ah, es ist so geil. Yes. Yes. Yes und yes. Gehen wir mal hier hin. Ja, wir öffnen die Dinger. Ganz ruhig. Ganz ruhig, mein Freund. Ich brau uns was Leckeres hier zusammen. Okay, verhungern werden wir nicht. Na komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss wieder zurück, bevor es dunkel wird. Sonst wird das Ganze wieder eine Tortur. Ich will hier noch ein bisschen mehr. Komm, wir haben da noch hier... Ah, die Erdnussbutter habe ich mir auch noch. 900 bringt die. Naja, Erdnussbutter hat auch extrem viel Fett und Kalorien. So. Gut, das müssen wir alles hier durchwühlen. Einfach alles. Aber ich denke, der Schlüssel wird nicht in der Küche zu finden zu sein. Aber es könnte ja sein. Sein könnte es durchaus. Trinken. Alright. Die Stromrechnung. Die letzte Warnung. Hier könnte er sein, oder? Nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen den Schlüssel, mein Freund. Okay, wir brauchen den Schlüssel, um an den Schlüssel zu kommen. Denn wenn wir Pech haben, befindet sich der Schlüssel genau da drin. Oh, komm, 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 komm. Leer. Leer. This stuff will come in handy. Ja, wir nehmen es mal mit. Oh, kuschelig. Oh, ich dachte eben gerade, hier würde ein Gewehr stehen. What? Wir können in die Urne reinlangen? Haha! Katschingelingelingelingeling. Dingy, dingy, ding, ding. Could end up being useful. Ding. Aber das ist ganz schön schwer, wir sind wieder überlastet. Was ist das hier? Flusen! Killer Flusen!
Aber ein Schlüssel fehlt noch. All this gear is slowing me down. Ja, ich weiß, wir müssen ein bisschen was wieder zerlegen oder zerreißen. Ein Schlüssel fehlt noch. Okay, Moment. Wir gehen erstmal hier hin. Zerlegen wir. Ich würde sagen, wenn wir die hier reparieren, sind sie besser. Wir reparieren sie mal. Perfekt. Yep. Und die hier... Tja, zerlegen. Gutes Leder. Neue Wollsocken, getragene. Komm, die getragenen zerlegen wir. Ich würde sagen, wir lassen eine von den Lampen auch noch zurück. Ich glaube, die müssen wir auch zerlegen. Wir zerlegen sie, dann können wir die anderen reparieren. Gut. Ich bin halt neugierig, was gibt es drüben? Was gibt es drüben bei der Leiche, ne? Das ist halt auch noch die große Frage. Und es wird dunkel, verdammt. Ich finde, wir sollten vielleicht eine Nacht hier pennen. Vielleicht wird's zu gewagt, jetzt zu gehen. Vielleicht eine zu große Nummer. Was meint ihr? Lieber noch eine Nacht pennen. Fuck, ich will den Schlüssel. Aber ich habe keine Ahnung, wo der sein könnte. Vielleicht irgendwo in der Scheune. Gut, gehen wir nochmal raus. Aber ich traue mich irgendwie nicht so wirklich zurück, wegen dem Wolf. Und noch ein Schneesturm. Supi. Die Fackel wird niemals brennen, oder? Wolf? Der ist immer noch da drin. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh Gott, es geht immer wieder aus. Hier drin auch. Alles klar, du hast gewonnen, Kumpel. Ich geh. Punkt für dich, Wolf. Punkt für dich. Gut, Plan B. Hat er Angst vor der Lampe? Ich weiß es nicht, ich find's raus. Hey, Wolf! Hast du Angst davor? Nein? Guck mal, hier ist eine Schlinge und eine Werkbank. Schlinge, stelle Fallen auf. Endlich kann ich die Hasen besiegen. Feels like a lot of gear. Ja, wir sind voll. Ich muss wissen, was die Leiche hat. Steine werfen. Okay, Plan. Wir machen sie aus. Gehen hier rein. Ruhen uns eine Stunde aus. Und schauen, was die Leiche hat, indem wir irgendwas werfen. Gut, so machen wir es. Hier. Wir warten einfach eine Stunde. Das haben wir gespeichert, ja? Shit! Bring ihn um! Was hat die Leiche? Holy shit! Okay. Okay. Was ist hier drin?
Und hier unten? Ich fix mich. Ich fix mich, ich fix mich. Ja, ja, ich fix mich. Verdammtes Mistvieh. Antiseptikum. Okay. Ich muss raus aus dem Schnee. Ich würde sagen, wir bleiben eine Nacht hier. Schnell rein mit uns. Wahnsinn. Ausgerechnet noch ein Sturm. So. Was ist da drin? Eine Notiz. Okay, Notfallset. Nobody needs this anymore. Alter! Ja, die Beute hat sich gelohnt, meine Freunde. Die Beute hat sich gelohnt. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie immer bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn ihr mehr sehen wollt von The Long Dark, dann ganz wichtig, bewertet. Bewertet den Shit. Danke für eure Tipps. Ich gehe jetzt pennen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss!